Gott ist gut. Wollen wir ins Wort Gottes hineinschauen? Let's go. In 1. Mose Kapitel 1, bevor du geboren wurdest, bevor er der allererste Mann und die erste Frau geschaffen wurde, der erste Mensch auf dieser Erde war, 1. Mose 1, sehen wir einen Wunsch von Gott. Ein Wunsch von Gott, der da sagt, wow, du fehlst mir noch. Du sollst geschaffen werden in meinem Ebenbild, Gott gleich. Diesen Wunsch hatte Gott und er schafft dich. Und bevor überhaupt ein Mensch geschaffen wurde, hat er den Auftrag gegeben, wir sind geschaffen zu herrschen. Herrscht über die ganze Erde. Und er hat die ganze Welt geschaffen, allein durch das gesprochene Wort. Er hat es gesprochen. Und die gleiche Autorität, die Gott hier hat, hat er uns gegeben. Und wir wollen über die Macht der Worte sprechen. Über die Kraft der Worte, über das, was Gott uns gegeben hat. Und ihr könnt hier ein bisschen mitgucken, die Macht der Worte. Lasst uns reinschauen in Sprüche, Kapitel 18, Vers 21. Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben sind der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Können wir diesen Vers mal zusammen lesen? Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Tod und Leben ist da drin. Drei haben es kapiert. Wenn ich so zeige, könnt ihr Amen sagen. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Du hast Kraft in deinem Wort. Schon im Alten Bund wird hier etwas gezeigt. Tod und Leben ist in der Gewalt deiner Zunge. Das, was du sprichst, produziert Tod oder Leben. Nichts dazwischen. Es gibt kein Mal Quatschen miteinander. Aus biblischer Sicht. Es gibt Tod oder Leben, was da rauskommt. Tod und Leben sind in der Gewalt deiner Zunge. So spricht das Wort. Ich möchte euch zeigen, dass das Wort ausschlaggebend ist, nicht nur für dein Leben, sondern auch für deine Rettung. Menschen denken, dass durch das Glauben Rettung geschieht. Die Bibel sagt in Römer 10, Vers 19, nicht nur Glaube ist wichtig, sondern auch das Sprechen. Schaut mal, was hier drin steht. Und wie Gott selber die Rettung kombiniert mit deinem Wort. Römer 10, Vers 19. Dass wenn du mit deinem Mund, ja, hier geht es um deinen Mund, Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet wirst. Und jetzt kommt die Erklärung. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Gott kombiniert die Rettung, das ewige Leben, nicht nur mit deinem Herzen des Glaubens, sondern mit dem Aussprechen deines Mundes. Nicht meine Theologie, Gottes Wort. Wichtig ist nicht meine Theologie und auch nicht Marias Theologie. Wichtig ist das Wort Gottes. Ja? Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird niemals vergehen. Ja? Und hier wird etwas verbunden. Wenn du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, kommt Rettung zustande. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Halleluja. Es beginnt mit dem Wort und mit dem Glauben. Jetzt gehen wir ein bisschen schärfer rein. Jakobus 1, der ist ziemlich scharf mit dem Wort. Er sagt, Jakobus 1, 26, der ist immer ziemlich direkt, der Jakobus, den finde ich gut. Denn wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt seine Zunge nicht, ja, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Wer von euch meint, er dient Gott? Okay, 20%. Also du dienst Gott, wenn du betest, wenn du zum Haus des Lebens kommst, wenn du an einem Seminar teilnimmst, wenn du mit Leuten sprichst, wenn du Bibel liest und so, dann dienst du auch Gott schon, ja, auch in deiner Gemeinde. Wer von euch meint, er dient Gott? Okay, Wunder der Vermehrung, preist den Herrn. Wir dienen Gott mit unserem Leben. Und die Bibel sagt, wenn du meinst, du dienst Gott und zügelst deine Zunge nicht, betrügst du dein Herz und dein Gottesdienst ist vergeblich. Ziemlich direkt, oder? Möchte ich ermutigen, dass du nicht so schwätzt, wie dein Schnabel gewachsen ist, sondern dass du so redest, wie das Wort Gottes das sagt.
Denn Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 8 bis Vers 11. Das hat Gott mir heute Morgen gegeben, dass ich euch sagen soll, an diesen Tagen der Ermutigung. 1. Petrus 3, Vers 8 bis 11. Endlich aber, seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voller brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Wow. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück. Dass sie nicht Trug reden, er wende sich vom Bösen oder ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Wir sollen nicht Böse mit Bösen oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern wenn Leute kommen, die dich fertig machen, was machen wir? Wir segnen sie. Warum? Weil wir berufen sind, dass wir Segen erben. Da gibt es eine Erbschaft im Himmel für dich. Die nennt man überreichen Segen. Dieser Segen kommt dann zustande, wenn Leute dich fertig machen und du fängst an zu segnen. Ich glaube gar nicht, wie oft das in meinem Leben kommt, wo Leute mich fertig machen wollen und dann dagegen. Und da gibt es ein Paradegeheimnis, nennt man lieben, segnen, vergeben. Und wenn Leute dich fertig machen wollen, bam, 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 lieben, segnen, vergeben. Daniel, man muss doch mal hier klare Sache machen. Lieben, segnen, vergeben. Ja, aber Auge um Auge steht doch im Wort. Lieben, segnen, vergeben. Warum? Weil wir da berufen sind, dass wir Segen erben. Achte auf deine Worte. Und dann steht hier drin, und das ist ein Wort für euch heute, für euer ganzes Leben. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, wer von euch will das, wer von euch will, ich weiß. Wer von euch will morgens aufwachen und sagen, wow, was habe ich für ein tolles Leben? Wer von euch will gute Tage sehen? Wisst ihr, wir haben hier Tage der Ermutigung. 5 Tage der Ermutigung. Ich will dir viel mehr geben. Ich will dir ein Leben der Ermutigung geben. Und das ist nicht in einer Konferenz machbar, das ist bei dir zu Hause machbar. Wie? Indem du deine Zunge zügelst. Wenn dein Leben ein Leben der Ermutigung wird, wie, steht im Wort, denn wer gute Tage sehen will, wer das Leben lieben will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück. Die Zukunft deiner Tage hängt an deiner Lippe und an deiner Zunge. Wir wissen das oft nicht, dass es so enorm ist. Aber Gott hat die ganze Erde geschaffen, allein durch sein Wort. Sagt uns, Tod und Leben ist in der Gewalt deiner Zunge. Und dann sagt er, wer gute Tage sehen will und sein Leben lieben will, der halte Lippen und Zunge vom Bösen zurück. Dieser kleine Inhalt ist entscheidend, was in 10 Jahren in deinem Leben abgeht. Könnt ihr das sehen? Konferenz teilnehmen ist toll. Alles super. Es sind auch super Tage hier. Aber wenn du gute Tage sehen willst, wenn du Tage der Ermutigungen die nächsten Jahre haben willst, wenn du morgens aufwachen willst und sagst, wow, Jesus, danke für mein Leben. Ich liebe mein Leben, ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass wenn du aufwachst morgens, dass du nicht sagst, oh, mir tut wieder alles weh und meine Tante gestern und mein Mann gestern und die Kinder wieder und die WhatsApp-Nachrichten und denkst, nein, du wachst morgens auf und sagst, wow, was habe ich für ein tolles Leben. Du liebst dein Leben und du guckst nach vorne und sagst nicht, oh Mann, jetzt bin ich schon 60, jetzt bin ich schon 70, bin ich schon 80, oh, ich gehe alles bergab. Nein, gute Tage wirst du sehen. Gute Tage, die letzten Tage werden immer besser in deinem Leben. Nicht bergab, sondern... Ja, Amen. Die nächsten Tage, je älter du wirst, desto stärker wirst du, Amen. Je älter, desto mehr Kraft. Je älter, desto besser die Tage.
Die Welt sagt, wenn du alt wirst, geht's bergab. Die Bibel sagt, willst du gute Tage sehen? Was sollen wir machen? Lippen und Zunge vom Bösen zurückhalten. Bitte achte darauf, was du sprichst. Wir haben Kraft und es ist abhängig, deine Zukunft ist abhängig von dem, was du heute sprichst. Ich möchte dich ermutigen, dich zu entscheiden, niemals zu sprechen, wenn es dir schlecht geht. Bitte, bitte, bitte schweige, wenn du eifersüchtig bist, wenn du zornig bist, wenn du minderwertig bist, wenn Leute dich verletzen. Bitte erlaube nicht, dass der Teufel die von Gott gegebene Autorität in deinem Mund benutzt, indem dass du aus Eifersucht sprichst. Niemals schweige bitte, wenn du in Gefühl steckst. Entweder sprichst du aus Glauben oder du schweigst. Achte bitte drauf, das hängt an der Zukunft. Deine Familie hängt da gerade dran. Deine Gesundheit hängt dran. Dein Leben hängt da dran. An den Worten, die du sprichst. Wenn wir über Tage der Ermutigung sprechen, ist das ganz toll. Ihr werdet ermutigt nach Hause gehen, 100%. Aber ob du in 3 Jahren ein Leben haben wirst, in 5 Jahren, ein Leben, wo du richtig liebst, ob du gute Tage sehen willst, hängt da dran, was wir hier gelesen haben. 1. Petrus 3, und das ist Wort für euch. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden, er wende sich vom Bösen ab und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Halleluja. Ich möchte dich fragen, was sprichst du den ganzen Tag? Was sprichst du über deine Gemeinde? Was sprichst du über deine Arbeitsstelle? Was sprichst du über deinen Ehepartner? Was sprichst du über deine Gesundheit? Was sprichst du über deine Kinder? Was sprichst du über deinen Kollegen? Was sind die Worte, die du sprichst? Tod und Leben sind der Gewalt deiner Zunge. Ich kenne eine Oma, die ist schon Uroma mittlerweile. Und sie hatte mehrere Söhne und ein Sohn davon war richtig so wie Dennis, so, die ging ab und hat da alles so. Und sie hatte wirklich schwer mit ihm. Und heute hätte sie ganz leicht mit ihr. Genau. Und er war so richtig so draufgänger. So. Und dann haben sie gestritten und geschlägert zu Hause und so. Und dann irgendwann war sie aufgebracht, die Mutter. War so richtig so im Zorn und spricht zu ihm: Ich wünsche dir auch solche Kinder, wie du einer bist. Vergiss das ganze Ding. Einfach aus Zorn gesprochen. Das Ding ist vergessen, alles ist gut. Er hat sich bekehrt, dieser Sohn. Buße getan, alles war gut. Christliche Frau geheiratet, mehrere Kinder bekommen. Was kommt zustande? Die Oma muss babysitten auf die Enkel. Ja? Erster Sohn geboren, wird groß. Und die Oma ist alleine mit dem Enkel. Ungefähr, weiß ich, 10 Jahre später vielleicht, nachdem sie es gesagt hat. So. Und der Enkel spielt da und spielt und plötzlich wird der Enkel ziemlich aggressiv. Und sie sieht plötzlich die Situation, der Heilige Geist zeigt ihr das, Situation, die vor 10 Jahren geschehen ist. Und sie sieht die gleiche Aggression wie bei ihrem Sohn. Und der Heilige Geist erinnert sie, du hast es ausgesprochen vor 10 Jahren. Und ihr fällt es so ins Herz rein und sie tut so Buße. Jesus, tut mir leid, was ich damals gesagt habe. Sie tut Buße, bricht diese Worte und segnet. Ich segne dieses Kind. Es soll aufwachsen mit Kraft und Liebe und hat Buße getan vor Gott. Und wisst ihr, das ist das Gute. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So ist Gott. Ja? Wir alle schwätzen manchmal, was nicht ganz toll ist. Ja? Aber das Gute ist, das Blut Jesu ist größer und stärker. Und ich möchte dich ermutigen, dass du sprichst im Glauben. Stell dir mal vor, Jesus. Jesus ist da mit Jairus. Jairus, kennt ihr diesen Synagogenvorsteher? Er hat ein Problem. Seine Tochter ist krank, seine Tochter ist in den letzten Zügen. Er fällt vor ihm nieder auf dem Boden und sagt, komm und lege meiner Tochter die Hände auf, damit sie lebt und gerettet wird. Keiner kann mir helfen, nur noch du. Und Jesus kommt mit zu diesem Haus des Synagogenvorstehers. Er kommt hinein und die Tür ist noch zu und draußen sind die ganzen Klagefrauen. Und die heulen und schreien und so. Das war so kulturmäßig damals. Und dann schreien sie alle draußen rum. Und
Jesus schickt alle raus, die nur Trübsal blasen. Wenn du an den Ort der Wunder kommen willst, darfst du nicht zweifeln, negativ sprechen, sondern im Glauben reingehen. Wenn du da rein willst in deinem Leben, bleib im Glauben. Und er schickt alle raus und so. Und dann sagt Jesus draußen, dieses Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und was machen alle? Sie lachen ihn aus. Wenn du im Glauben sprichst und Leute lachen dich aus, bist du in guter Gesellschaft mit Jesus. Lachen ihn aus. Er schickt alle raus, nimmt die Mama, den Papa, die paar Junge dazu, geht hinein und sagt, Talita kum, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sie steht auf, ein Wunder geschieht, Rettung der ganzen Familie. Was hat Jesus gemacht? Er hat nur gesprochen. Ich mache mal das Wort weg, nur. Was hat Jesus gemacht? Er hat gesprochen. Draußen hat er gesprochen. Dieses Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Als er das gesprochen hat, ist in der geistlichen Welt ein Shift, also eine Veränderung geschehen. Er hat den Tod der Tochter auf sich genommen, weil er wusste, er wird am Kreuz sterben für den Tod dieser Tochter. Er nimmt den Tod vorzeitig auf sich, weil er weiß, ich werde ans Kreuz gehen für sie. Und ich gebe ihr vorzeitig mein Leben durch das ausgesprochene Wort. In der geistlichen Welt ist es vollbracht worden. In dem Moment, wann? Als er es ausgesprochen hat, ist in der geistlichen Welt passiert. Rückfrage an euch. Ist diese Tochter sofort aufgestanden in dem Moment, wo er es draußen gesprochen hat? Nein. Aber in der geistlichen Welt ist es passiert. Und bis man es physisch sieht, was wir Wunder nennen, bis man es physisch sieht, dauert es manchmal. Aber entscheidend ist, dass das gesprochene Wort reinkommt. Und er spricht, ist nicht gestorben, sondern schläft. Und dann kommt er rein und sagt, komm, jetzt steh auf. Und steht auf. Alle waren überrascht, nur wer war nicht überrascht? Jesus. Er hatte schon vorher gesehen. Ein Glaubender ist nie überrascht über ein Wunder, denn er sieht das bereits vorher. Er spricht das bereits vorher. Die Leute, die von Problem zu Problem laufen, die sehen nur Probleme. Die von Sieg zu Sieg gehen, die sehen schon die Lösungen. Und sie sprechen diese Lösung, bevor sie das Wunder sehen. Für einen Glaubenden gibt es kein Wunder. Das ist einfach ein Laufen im Übernatürlichen, ganz normal. Man ist nie überrascht von dem, was Jesus macht, weil man es vorher schon sieht. Ich möchte dich ermutigen, dass dein Leben ein Leben der Ermutigung ist, indem dass du Dinge sprichst, die noch nicht sichtbar sind. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie und meine Oma war eine Glaubensheldin. Ich war immer ganz schlecht in der Schule, war 12 Jahre damals alt, da ist sie gestorben. Und ich habe immer so 4er nach Hause gebracht und 5er und so und so richtig schlechte Noten und konnte nicht sprechen. Ich habe sehr gestottert. Und meine Oma hat immer prophezeit in mein Leben hinein. Daniel, du wirst ein Prediger werden und du wirst gut werden in der Schule. Also Prediger wollte ich erstmal gar nicht werden. Ja, also das war das Letzte, was ich werden wollte, Prediger. Ging auch schon technisch gar nicht, ja, funktioniert gar nicht, war so abgehakt, geht nicht. Und heute bin ich es, ja. Und das Zweite, gut werden in der Schule hat auch nicht funktioniert, denn an dem Tag, wo es gesprochen hat, kam ich wieder mit schlechten Noten nach Hause. Meine Oma aber hat nicht auf die Umstände geschaut, nicht auf die Tatsachen, sondern auf das, was Gott offenbart hat. Du wirst ein Prediger werden und du wirst gut werden in der Schule. Immer wieder gesprochen. Und so ist sie gestorben. Nichts davon gesehen. Aber jetzt, genau. Und ich bin aufgewachsen, Gott hat meine Zunge geöffnet. Ich wurde ein Leiter, Pastor irgendwann und reise heute im internationalen Dienst und predige das Wort. Und gleichzeitig wurde ich so gut in der Schule, bin immer gestiegen, aufgestiegen und so. Hab dann den Steuerberatertitel gemacht, bin nebenbei noch Steuerberater hier. Nicht ich bin Kind Gottes, ich arbeite als Steuerberater, so besser, ja. Bin, wenn du sagst, ich bin, hat was mit Identität zu tun. Wir haben nur eine Identität und die ist im Himmel. Ja? Wir sind Kinder Gottes. Das andere ist nur unsere Qualifikation. Was er mir zeigen will, nicht ich bin klug, sondern der, der in mir ist klug. Ja? Und er macht das alles. Und als ich hatte am 18. Mai 2013 ein Himmelserlebnis. Ich war in einer Konferenz, so wie ihr, gesessen. Und während der Prediger vorne predigt, hat Jesus meinen Geist entrückt in den Himmel. Und ich konnte verschiedene Sachen sehen. Heute Abend erzähle ich ein bisschen darüber. Und was ich gesehen habe, ganz am Ende, meine Oma kommt mir entgegen. Oh, das war faszinierend.
Sie läuft mir entgegen und ich komme ihr entgegen. Ich hatte nichts gesagt und sie läuft mir entgegen. Und ich sehe einen Generationssegen. 2. Timotheus 1,6. Der ungeheuchelte Glaube, der in deiner Großmutter war, und auch in deiner Mutter Luis, ist auch in dir. Sagt Paulus zu seinem geistlichen Sohn Timotheus. Der Glaube, der in deiner Oma war und in deiner Mutter, ist auch in dir. Wir können ein krasses Erbe weitergeben, das wertvoller ist wie dein Haus und wie dein Geld und wie dein Auto und dein Grundstück. Etwas, was bleibt über Generationen, ist, wenn du ein Erbe weitergibst des ungeheuchelten Glaubens. Wenn du deinen Lauf vollendest. Und sie kommt mir entgegen und ich sehe, wie sie im Glauben gesprochen hat und weil sie prophezeit hat, bevor sie gesehen hat, mit der Kraft des Wortes, mit dem Wissen, wer in ihr ist, mit dem, was sie gesprochen hat, ist ein Generationssegen von ihr auf meine Eltern gekommen, die haben es gepackt im Glauben, von meinen Eltern auf mich gekommen, ich habe es gepackt im Glauben. Ich möchte dich ermutigen, ab deiner Generation wird der Generationsfluch der Scheidung, Depression und Minderwertigkeit ein Ende haben. Ab deiner Generation wird ein neuer Generationssegen freigesetzt werden, weil du die Dinge brichst, die in deiner Familie sind und weißt eins, der in mir ist, ist stärker als der in der Familie ist. Ja? Bring das vor Jesus und sag, ja, bei uns gibt es Scheidung und Depression und Armut und Unfälle und was auch immer, aber wir brechen sie jetzt, denn verflucht bist nicht du, sondern verflucht ist der am Holz hängt, Galater 3, damit der Segen Abrahams zu den Nationen komme, auch in dein Leben hinein. Ich möchte dich ermutigen, dass du einen Wechsel machst in deiner Familie und sagst, meine Familie wird nicht den Fluchweg gehen, meine Familie ist gesegnet. Halleluja. In meiner Familie gab es viele Alkoholiker vor meinem Vater und er hat gesagt, nein, ab meiner Generation wird ein neuer Generationssegen freigesetzt. Er hat das Ding gebrochen und bei uns sind alle frei. Halleluja. Ich möchte dich ermutigen, die Zukunft deiner Familie, deines Lebens, deiner Gesundheit hängt an deinen Lippen, in deinen Worten, in deinem Glauben. Sprich bitte im Glauben oder schweig. Eine tägliche Herausforderung, ja, die wir lernen dürfen. Ja. So bin ich aufgewachsen und dann war alles gut. Ich war dann irgendwann Jugendleiter, wollte ich nie machen. Dann war ich Diakon, Ältester. Und irgendwann habe ich dann schon das verstanden, okay, das Beste, was ich tun kann, ist nicht meinen Weg zu gehen, sondern in der Segenslinie Gottes, die schon vor meiner Oma begann, dass ich diesen Teil, diese Lebenszeit, die ich habe, benutze für Jesus Christus. Ich möchte dich ermutigen, du bist nicht eine eigenständige Person, die machen, tun kann, was sie will, sondern du bist einer von einem Glied, von einer Linie, vor tausenden von Jahren schon vorbereitet, dass du hier bist. Gott wusste, dass hier in diesem Jahr du jetzt diese Botschaft hörst, damit genau das zustande kommt in deinem Leben, in deiner Lebenszeit, was Gott geplant hat für dein Leben. Und mit dir die nächsten Generationen. Und so bin ich aufgewachsen und ich habe verstanden, okay, ich werde ein Prediger, Halleluja, habe ich gemacht. Und war Gott immer treu, bin nie in die Welt gegangen, alles war gut. Ich habe verstanden, das ist Zeitverschwendung, wenn ich in die Welt gehe. Ich mache so einen Quatsch nicht, ich bleibe lieber. Gut, alles klar, weil die Zeit ist kurz. Ja? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, klug leben. Und dann war ich immer treu und so und plötzlich wurde ich unheilbar krank. MS, Multiple Sklerose. Kennt ihr das, MS? Ja, da fallen so Dinge aus, ich habe 50% meiner Sehkraft verloren, konnte nicht mehr schreiben, nicht mehr laufen und so, halbseitig gelähmt, komme zum Arzt, die schickt mich ins Krankenhaus, Diagnose, MS, unheilbar krank. Häcksler, Sie werden in 2 Jahren spätestens im Rollstuhl sitzen. Damals konnte ich schon nicht mehr laufen, ich hatte keine Koordination mehr, bin so rumgelaufen in meinem Zimmer. Und ich weiß noch, als ich nach Hause gekommen bin vom Krankenhaus nach Hause, meine Mutter sitzt an den Treppen, sie hat damals eine MS-Frau gepflegt und sie hat diese ganzen Gedanken und Bilder kamen hoch, mein Sohn wird auch im Rollstuhl sitzen, mein Sohn wird sie nicht mal alleine aufs Klo gehen können und sie weint und sagt, hätte ich es doch lieber genommen für dich. Und manche Momente können wir nicht wegnehmen von anderen, sondern aber wir können sie durchbeten. Meine Familie hat mich genommen, wie diese 4 Freunde diesen Gelähmten genommen haben. Kennt ihr die Geschichte, ja? Sie versuchen reinzukommen, kommen nicht rein, weil alles voll ist. Was machen sie? Ab aufs Dach, machen alles auf und der Gelähmte kommt da runter, ja? Stell dir mal das vor, ja? Ich predige hier und da kommt ein Gelähmter runter. So, und dann Jesus, interessante Bibelstelle, da steht drin, als Jesus ihren Glauben von den 4 als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Der Glaube der Freunde ist entscheidend.
bitte wisse eins, du bist nicht unfähig, etwas zu verändern. Dein Glaube, dein Gebet als Außenstehender hat eine Wirkung auf deine Ehefrau, auf deine Kinder, auf deine Gemeinde, auf deinen Pastor, auf die Menschen um dich herum. Sprich im Glauben. Sei einer von den vier, die ihn im Gebet zu Jesus bringt. Und so war meine Familie, sie hat Hände aufgelegt, Daniel, wir beten für dich, wunderbar. Gleichzeitig hat Gott mir das Wort geöffnet in Jesaja 53 und ich habe das Wort Gottes genommen. Und ich spreche es aus immer wieder, Jesaja 53, 5 zum Beispiel. Er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und ich bin in meinem Zimmer und lese diese Bibelstelle. Er war durchbohrt um unser Vergehen willen, humpel rum, geheilt durch seine Striemen. Ja? Ich bin geheilt durch seine Striemen und ich spreche das immer wieder aus und ich laufe die ganze Zeit rum, durch seine Striemen bin ich geheilt. Und mein Kopf sagt mir dann, du bist verrückt, hoffentlich sieht dich keiner. Das ist doch keine Realität, was du da sprichst. Körper sagt, du bist krank. Durch seine Striemen bin ich geheilt. Ich habe eins verstanden, es gibt etwas Größeres wie eine Realität. Es gibt eine Wahrheit. Und diese Wahrheit hat einen Namen. Und dieser Name ist Jesus Christus, der da sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater allein durch mich. Ich habe verstanden, dass wir jede Realität verändern können mit der Wahrheit Gottes. Bitte nimm diese Verheißungen, die Gott in dein Leben gegeben hat. Nimm das Wort Gottes, sprich es aus und glaub auch, was du da sprichst. Nicht nur rumplappern, aussprechen, was du glaubst. Wie kommt Glaube rein? Vom Hören. Ich habe es immer wieder gesprochen, durch seine Striemen bin ich geheilt. Mein Körper sagt, du bist krank. Meine Ärzte sagen, du bist krank. Die Diagnose sagt, du bist krank. Der Rollstuhl wartet. Meine schönen Freunde sagen, du bist krank. Alle sagen, du bist krank. Meine Gefühle sagen, du bist krank. Aber das Wort Gottes sagt, ich bin geheilt. Und es ist eigentlich ganz gut, wenn es unheilbar ist. Kannst sowieso keine Hoffnung in Ärzte legen. Halleluja, ja. Kannst nur zum Arzt der Ärzte kommen, Jesus Christus. Und so habe ich es immer wieder ausgesprochen. Durch seine Streben bin ich geheilt. Ich habe eins verstanden. Je mehr ich spreche, desto mehr höre ich. Je mehr ich höre das Wort Gottes, Römer 10, 17, entsteht biblischer Glaube. Rede ich euch zu schnell? Meine erste Predigt, ich war sehr aufgeregt. Eine alte Oma kommt nach vorne. Daniel, du warst sehr gesalbt heute. Sag ich, okay. Aber leider habe ich nichts verstanden. Du warst zu schnell. Also, wenn ich in der Salbung zu schnell werde, macht's so, ja, dann. Aber geht's noch bei euch, ja? Geht's? Okay. Und weil ich will die Zeit nutzen, die wir zusammen haben, euch das alles zu geben, was Gott mir gegeben hat. Ja? Und ich laufe so rum in meinem Zimmer und sage, durch seine Striemen bin ich geheilt. Und mit jedem Wort, was ich spreche, hört mein eigenes Ohr das. Es kommt in mein Herz und es produziert Glaube. Jesus, als er auf der Erde war, hat immer gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Interessant, nicht ich, Jesus, habe dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Lieber Besucher, lieber Konferenzteilnehmer, dein Glaube hat dich geheilt. Dir geschehe nach deinem Glauben. Wie kommt Glaube zustande? Indem, dass du etwas sprichst, was noch nicht ist und es hörst und es zustande kommt. Ich möchte dich ermutigen, dass du Visionen vom Himmel bekommst für dein Geschäft. Vision vom Himmel für deine Familie. Vision vom Himmel für deine Kinder. Vision vom Himmel für deine Gemeinde. Und dann siehst du die Umstände und sagst, ja, das ist ziemlich heftig. Aber Gott hat gesprochen, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Dann kommt eine Diagnose und sagt, oh ja, das ist nicht einfach. Aber ich weiß, durch seine Striemen bin ich geheilt. Da guckst du auf deinen Kontoauszug, nur rote Zahlen und Schulden. Du sagst, jawohl, aber Gott ist ein Gott der Versorgung. Und Gott hat mir verheißen, dass ich Überfluss haben werde und Tausende in die Mission geben kann, damit Menschen gerettet werden. Nimm die Verheißung, die Jesus gegeben hat. Spreche es hinein. Mach nicht den Fehler, dass du im Eck rumsitzt und sagst, oh, ich, mich, meiner vier. Nicht zurückdenken, sondern nach vorne schauen. Sagen, Jesus, ich nehme meine eigenen Dinge, ich lege sie ab und ich schaue auf das Große, was du gegeben hast. Und ich möchte dich ermutigen da drin, dass du die Verheißung Jesu hineinnimmst. Heute Abend werden wir das Ding praktisch machen. Wir werden reinsprechen. Ja? Wir werden bestimmte Lebenslügen niederreißen. Und ihr werdet so ein Blatt kriegen, so ein Handwerkszeug für zu Hause. Und dann wollen wir in dieses Proklamieren reingehen oder in das Sprechen reingehen und dass du richtig das niederreißen kannst, wo Lügen drin sind. Ja? Also wie so ein Handwerksding. Und da möchte ich ermutigen, meine Geschichte noch. Ja? Ich war dann krank und so und dann habe ich eins verstanden, egal was
was mein Körper sagt, egal was die Umstände sagen, das ist eins. Aber Gott hat gesagt, ich bin geheilt. Und ich wusste eins, ich bin geheilt. Das wusste ich. Warum? Weil ich es gesprochen habe, gehört habe, es kam rein und es hat Glauben produziert. Das wusste ich. So, das nennt man Glaube. Etwas, was noch nicht ist, Hebräer 11,1, dass man überzeugt ist von Dingen, die noch nicht sind, ja? Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Hebräer 11,1. Und ich glaube dem, was ich da gesprochen habe. Und ich wusste, ich bin geheilt. Fertig. So bin ich immer zum Arzt marschiert mit Humpeln. Aber im Herzen voller Glauben. Und ich bin davon überzeugt, als ich die Wahrheit des Wortes angenommen habe, im Herzen, war die Wurzel der Krankheit zerstört. So wie draußen Jairus gesprochen hat, das Mädel war schon alles sichtbar, aber bis es in die sichtbare Welt kam, also ein Wunder, hat es gedauert. So wie beim Baum. Kennt ihr diesen Baum, der ohne Frucht ist? Jesus spricht, aber sichtbar wird es erst am nächsten Tag. Und so sind dann Wunder, bis sie sichtbar werden, dauert es manchmal. Unsere Aufgabe ist zu glauben. Gottes Aufgabe, er weiß den Moment, wann er das Wunder in Existenz bringt. Bei manchen dauert es eine Minute, bei manchen einen Tag, bei manchen ein Jahr, bei manchen 10 Jahre. Aber ich möchte dich ermutigen, gib nicht auf. Gib nicht auf, egal wie die Umstände sind. Wir haben einen Mann bei uns, 12 Jahre drogenabhängig. Und die Mutter hat gebetet, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen und er wird nicht sterben, sondern er wird die Werke des Herrn verkündigen. Und nach 11,5 Jahren hat er sich eine Überdosis Drogen gegeben, er kippt um auf den Boden, verlässt seinen Körper, nicht Christ. Der Heilige Geist weckt die Oma auf, geht zu deinem Sohn, legt die Hände auf. Und sie geht rein, sieht die Spritze dort auf dem Boden, der Mann. Sie kniet sich nieder, legt die Hände auf und sagt, Tod, weiche aus dem Körper meines Sohnes. Denn Gott hat gesprochen, er wird nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Er kommt zurück wieder in sein Leben, in seinen Körper zurück, erkennt, was er da gerade gesehen hat in der geistlichen Welt, dass es eine Realität ist, dass es tatsächlich ein Leben nach dem Tod gibt, bekehrt sich, wird total frei und heute ist ein Segen für viele, viele und durch sein Leben haben sich viele Menschen bekehrt und ich möchte dich ermutigen, schau nicht auf die Umstände, schau auf Gottes Wort. Größer ist der, der das Wort gibt. Amen. Amen. Ja genau, und dann meine Geschichte wieder. So, ich komme zum Arzt, die gucken alles durch, sie scannen alles durch und wir finden nichts mehr, sagen sie. Wie kann das sein? So, und wie kann das sein, dass wir nichts mehr finden? Und dann habe ich, wahrscheinlich ist eine Fehlaufnahme, muss ich nochmal durch diese Kernspintomographie, haben sie nochmal alles durchgescannt, wieder, sie finden nichts. Können wir uns nicht erklären. Wir warten mal, was passiert. Alles klar, halbes Jahr gewartet. Ich habe halbes Jahr proklamiert, durch seine Striemen bin ich geheilt. Gott hat ganz langsam, nicht in einem Tag, es hat ein halbes Jahr gedauert, ganz langsam alles wiederhergestellt. Meine Sehfunktion, alle Funktionen, mein Bein, alles ganz, ganz langsam. Ich komme nach einem halben Jahr wieder zur Kontrolle, ab in die Röhre, alles scannen sie wieder durch, alles weg. Und sie sagen, aus medizinisch unerklärbaren Gründen war das Ding da und jetzt ist es nicht erklärbar, jetzt ist es weg. Und sage, ich kann es erklären, Heilung durch Glauben. Und so musste ich jedes Jahr in diese Röhre und irgendwann haben sie festgestellt, da ist nichts mehr zu finden, wir wissen nicht warum. Und damals haben die Ärzte zu mir gesagt, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen, heute bin ich 17 Jahre vollständig geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt und sein Name ist Jesus. Ja? Mit meiner Geschichte möchte ich euch Mut machen. Nicht ich bin der heilt, nicht Menschen können dich heilen, sondern wer dich heilen kann, ist Jesus Christus, der Anfänger, Vollender des Glaubens. Ja? Wir können zum Glauben eins machen, wir können zusammen beten, das ist voll gut. Aber ich möchte dich ermutigen mit meiner Geschichte. Alles ist möglich für den, der da glaubt. So geh nach Hause mit einer Kraft des Heiligen Geistes, wenn du nach Hause gehst und nicht dann bergab runter wieder, sondern bergauf mit Glauben, dass du weißt, Jesus Christus ist in mir. Und sprich im Glauben, denn Tod und Leben sind der Gewalt unserer Zunge. Jawohl. Halleluja. Römer 14, Vers 23, letzter Vers, ganz am Ende. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Deutlich, oder? Aber alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Ich fasse mal zusammen. Bitte sprich im Glauben. Nicht aus Gefühl. Ich kann es nicht kürzer machen. Bitte sprich im Glauben. Bitte, bitte, bitte. Ich war in Afrika, habe da gepredigt, in Namibia. Und dann habe ich das ein bisschen schärfer gesagt. Ich habe immer gesagt, speak in faith or shut up.
speak in faith. Verstehst du kein Englisch, ja? Or shut up. So, ja, genau, genau. Und dann wusste ich, das war ein bisschen zu scharf. Sag ich, okay, ich muss wahrscheinlich ein bisschen, für die Deutschen muss ich ein bisschen gediegener sagen. Bitte sprich im Glauben oder schweige. Das geht doch, ja, das ist ein bisschen gediegener. Und dann war so ein Junge, hat das aufgefasst, der ist da vorne rumgelaufen so und rennt rum. Speak in faith, oh shut up, speak in faith, oh shut up. Und ich möchte dich ermutigen, dass ihr im Glauben spricht. Die Bibel sagt, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Zielverfehlung, sprich bitte im Glauben. Sprich im Glauben Dinge hinein in deine Familie, in deinen Körper, in deine Umstände, in dein Geschäft. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Bitte sprich im Glauben. Ein Mann, der heißt Adnan Al-Masud, ein Moslem, der es bekehrt hat, der hat ist wirklich auf den Punkt gebracht. Er sagt, meistens erreicht Satan seine Ziele durch unsere Gefühle. Wenn der Teufel etwas machen will in deiner Familie, in deiner Umgebung, in deinem Geschäft und du sprichst in Gefühlen, kommen die Pläne des Satans zustande, nicht die Pläne von Gott. Achte darauf, dass du in Gefühlen nicht sprichst, sondern dass du, also negativen Gefühlen, sondern dass du im Glauben sprichst. Kennt ihr die Geschichte von Matthäus 16? Jesus kommt zum Petrus. Petrus ist dort, ich fasse mal zusammen, Matthäus 16, Vers 21, glaube ich, steht es. Könnt ihr aufschreiben und dann zu Hause lesen. Und Petrus kommt da und Jesus sagt, hey, ich werde sterben. Und am dritten Tag wieder aufstehen. Petrus kommt und sagt, nein, auf keinesfalls wird sowas geschehen. Ja, gute Gefühle. Und er dreht sich um und sagt, weiche von mir, Teufel. Krass, oder? Ist es möglich, dass ein wiedergeborener Christ, gefüllt mit dem Heiligen Geist, sprechen kann aus dem Teufel? Laut wie Petrus. Ja, wenn er in Gefühlen, sogar in guten Gefühlen, spricht. So möchte ich ermutigen, dass du nicht manipuliert wirst durch Gefühle, sondern dass du im Glauben sprichst. Sprich bitte im Glauben. Und Jesus schickt ihn zurück, sagt, nein, weiche von mir. Es gibt einen Mann, den ehre ich sehr, habe viel von ihm gelernt in meinem Leben, der heißt Heinrich Florek. Und dieser Mann sagt, jedes Wort, das wir sprechen und jeder Gedanke wird aufgeschrieben im Himmel. Ich möchte noch schärfer sein. Matthäus 12, was sagt Jesus dazu, 36? Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, dass sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Krass, oder? Das ist nicht Theologie von Pforzheim, das ist Theologie vom Himmel. Gleich. Zu einem Journalisten habe ich mal gesagt, ich möchte nicht in deiner Haut stecken, wenn du vor dem Thron Gottes stehen musst. Bitte achte darauf, Jesus hat es ganz scharf genommen. Die Worte, die wir sprechen, jedes unnütze Wort, Rechenschaft. Und jetzt kommt die Lösung. Wollt ihr die Lösung wissen? Es sind ja Tage der Ermutigung, nicht Tage der Zerstörung. Ja? Wollt ihr es wissen, die Lösung? Jetzt kommt, wir lesen es zusammen. Johannes 1, Vers 9. Das ist die Lösung. Für jedes unnütze Wort, das wahrscheinlich jeder von uns gesprochen hat. Wie ist die Lösung? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn du morgens aufstehst und sagst, oh Mann, gestern habe ich wieder so ein paar Worte gesagt, die waren wirklich daneben. Sagst, Jesus, es tut mir leid, ich breche diese Wirkung des Wortes und du sprichst Segen hinein. Geh zu den Leuten, mit denen du gesprochen hast, tu einfach Buße und sagst, hey, tut mir leid, liebes Kind, dass ich dich angeschrien habe. Lieber Arbeitskollege, ich habe es nicht so gemeint. Liebe Ehefrau, liebe Ehemann. Und du tust einfach Buße darüber, weil keiner von uns ist perfekt. Aber es gibt einen Perfekten, das ist Jesus Christus. Er hat sein Blut vergossen für uns. Und es ist das Tolle, wenn wir die Sünden bekennen, dass er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Vergebung heißt Vergebung. Er guckt sich nicht mal an, was du gesagt hast, sondern er reinigt dich von jeder Ungerechtigkeit. Das ist das Evangelium des von Jesus Christus. Wenn sowas geschieht, tu Buße und er reinigt dich von jeder Ungerechtigkeit. Kann ich hier einen Amen hören? Amen. Letzte Stelle und dann wollen wir ins Prophezeien hineingehen. Einer meiner Lieblingsbibelstellen, Markus Kapitel 11, Vers 23. Markus 11, 23. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Bitte nicht rumheulen über dein Berg.
oh Mann, das ist so schlimm in meinem Leben und so. Das ist alles toll, aber die Verheißung ist nicht beim Rumheulen. Die Verheißung ist, wenn du sprichst zu diesem Berg. Steh morgens auf und sagst, Depression, raus aus meinem Haus. Angstzustände, raus aus meinem Haus. Krankheiten, Berg der Krankheiten, erhebt euch und wirft euch ins Meer. Und Jesus sagt, wenn du sprichst zum Berg, nicht rumdenken, nicht rumtelefonieren, nicht Trübsal blasen, nicht eine Gruppe bilden, die Bergbemitleider, sondern Glaubensleute, ja, die sprechen zum Berg. Berg, erhebt dich und wirft dich ins Meer. Und du zweifelst nicht in deinem Herzen, sondern du glaubst, das geschieht, was du sagst. So wird es dir werden. Jesus hat uns eine Autorität gegeben, dass wir Berge versetzen können in unserem Leben. Jesus hat uns eine Möglichkeit gegeben, dass Berge in deinem Leben verschwinden. Es hat zu tun mit zwei Ebenen. Einmal sprechen, einmal glauben. So haben wir begonnen heute. Deine Rettung beginnt mit Glauben plus Sprechen. Und wenn das zusammenkommt, dass das, was du sprichst, mit dem zustande zusammenkommt, was du glaubst, ist es eine krasse Waffe. Lass nicht zu, dass durch Gefühle das rausgeschoben wird, sondern sprich, was du glaubst. Und diese Kombination hat eine Wirkung. Wenn du zum Berg sprichst, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und du zweifelst nicht in deinem Herzen, Zweifel bekommen nämlich gar nichts. Ja? Jakobus 1 sagt, der Zweifler kriegt gar nichts. Er soll nicht mal denken, dass er etwas bekommt. Dem Glaubenden, sagt Jesus, ist aber alles möglich. Und so sagt er, wenn du zum Berg sprichst, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und du zweifelst nicht in deinem Herzen, sondern du glaubst, das geschieht, was du sagst, so wird es dir werden. Fang an zu sprechen. Fang an zu sprechen über deine Ehe, fang an zu sprechen über deine Kinder, fang an zu sprechen über deine Zukunft, fang an zu sprechen über deinen Körper. Fang an zu sprechen über die guten Dinge deines Lebens. Und ich will enden mit dem, was ich vorhin gesagt habe in 1. Petrus 3. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass er nicht Trug rede. Er wende sich ab vom Bösen, tue Gutes und suche Friede und jage ihm nach. Ich möchte dich ermutigen, wenn du gute Tage sehen willst, wenn du das Leben lieben willst, wenn du ein Leben der Ermutigung haben willst, achte auf dein Wort. Tod und Leben sind der Gewalt unserer Zunge. Wollen wir beten zusammen? Seid ihr ermutigt? Wunderbar. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort wie ein zweischneidiges Schwert ist. Und ich bete, dass ab heute eine Lebensveränderung geschieht, weil in ganz vielen Familien ab heute im Glauben gesprochen wird, in Jesu Namen. Danke, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen und wenn wir was daneben gesagt haben, dass wir Buße tun dürfen und dass du uns reinigst und uns vergibst von allem. Und ich danke dir jetzt, Jesus, dass deine Herrlichkeit so richtig reinkommt. Ich bete, dass heute Nachmittag Momente kommen, wo sie die Dinge aufschreiben, ablegen und dass sie gleichzeitig reinsprechen, denn ich und mein Haus werden dem Herrn dienen in Jesu Namen. Danke, dass Neues geschieht und dass hier, wo wir jetzt hier sind, mit Juli 2020 ein Wendepunkt sein wird für die nächsten Jahre, weil ab heute im Glauben gesprochen wird in Jesu Namen. Danke. Jesus, ich segne jeden Einzelnen und ich danke dir für einen starken Glauben und für starke Worte des Lebens, die zustande kommen. Und ich danke dir, Vater, dass ganz viele Berge noch sich erheben werden und ins Meer reinkommen. Berg der Depression, der Angst, der Scheidung und der Krankheit. Erhebt euch und wirft euch ins Meer und kommt nie wieder zurück. Und alle sagen Amen.